Willkommen zurück zu Harvest Moon, eine Welt. Ja, heute ist, ich glaube, Freitag, der 26.03. und heute werdet ihr eine Masse bei mir an Videos und Spielen sehen. Denn da ist einiges, was jetzt heute erschienen ist und ja. Ich sag jetzt noch nicht was, wie gesagt, ich lasse euch mal überraschen. Vielleicht seht ihr es jetzt auch schon später und dann wisst ihr es schon und so weiter. Deswegen aber trotz alledem, ich halte mich da jetzt mal ein bisschen zurück. Ne? Also ich möchte nur sagen, kann sein, dass es heute vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Projekt zu einer Verzögerung kommt. Weil ja auch gleichzeitig noch das Arbeitsleben vorhanden ist, das ja auch noch fast jeder von uns irgendwo hat oder Schule oder vielleicht haben auch die einen oder anderen Urlaub. Kann natürlich auch sein, bloß... Ja, ich wollte mal nur so ganz freundlich darauf hinweisen. Hallo, ich habe auch noch ein normales Leben, ne? Also. Das gibt's nicht. Wie lange brauchst du ein Schaf zum Wachsen? Das gibt's doch nicht. Hammer. Hammer bei dem Schaf, ey. Hammer. Einfach Hammer. Unverständlich. Unverständlich, warum das so lange braucht. Oh, jetzt kommen sie alle angerannt. Ey, hallo? Schieb mich doch nicht beiseite. Jetzt wollte ich das andere erstmal. Aber okay, gut. Habe ich die Hühner schon mal erledigt. Danke. Und wir gehen von der anderen Seite, damit ich das mal auffülle. So, so und so. Gut, kurz gucken, wie viel Geld habe ich denn? 9.699. Ja. Immer noch keine Wolle. Was für mich selber so ein bisschen so ärgerlich ist. Aber, nun gut, dann ist das erstmal so. Ich möchte jetzt erstmal zu Malika und ihr... wieder meine Kamelle bringen. Oh, das ist für mich. Ach, danke, das ist lieb von dir. Dass du dir gemerkt hast, was ich mag. Mhm. Yep. Habe ich mir gemerkt. Hat sie jetzt eine neue Aufgabe, oder? Ach, wenn das nicht Trollplay ist. Ach, der Samen, den ich dir gegeben habe, hat gekeimt. Jetzt finde ich dich sogar noch interessanter. Jetzt finde ich dich sogar noch interessanter. Weißt du, als ich die Samen selbst gepflanzt habe, ist überhaupt nichts passiert. Okay. Ich dachte, es wäre spannend zu sehen, ob du meine Keimlinge hervorbringst, aber du hast es ja tatsächlich geschafft. Wie hast du das nur angestellt? Die Umgebung war einfach die richtige. Du hast einige Nährstoffe hinzugefügt oder vielleicht besonderen Dünger? Nö, einfach angepflanzt. Dünger zurzeit gar nicht. Du hast überhaupt nichts Besonderes gemacht? Ich verstehe. Ist das nicht rätselhaft? Hi. Aber Tatsache ist, dass ein Keimling gesprossen ist und das ist wundervoll. Also, vielleicht ist er nur gewachsen, weil du ihn gesät hast. Kann es sein, dass der Samen reagiert hat, weil dein Herz so rein ist? Was? Oh, diese Bemerkung hat dich überrascht? Überrascht mich gern? Wie kommst du nur auf diese Idee? Es ist ja nicht so, dass ich Freude daran habe, dich aus der Fassung zu bringen. Hehe, ich mache nur Spaß. Naja, vielleicht schaffst du es, dass der Keimling noch weiter wächst. Wer weiß, vielleicht wird es eine Blume. Aber selbst wenn es nie aufblüht, so ist es mir doch ganz warm ums Herz. Ich dachte, er würde nicht keimen, aber du hast ihn tatsächlich wachsen lassen. Du ahnst nicht, wie mich das freut. Also, du ziehst ihn weiter auf, ja? Danke, du bist ein Schatz. Okay. Hallöchen, wirf doch einmal einen Blick auf die Blume, die ich gezüchtet habe, ja? Hier ist aber keine Blume, die du gezüchtet hast. Hm. Okay. Kurz noch Hallo gehen. Das ist jetzt halt blöd. Jetzt muss man hier so ein bisschen rumdümpeln. Okay, gut, rumdümpeln ist ein bisschen doof ausgedrückt. Man kann ja die ganze Zeit eigentlich immer was machen. Ich brauche ja auch noch... Ach, stimmt, ich brauche noch Silber. Ich könnte ja Silberfarmen gehen, ne? Und da war ich eigentlich doch da oben bei Malika ganz gut aufgehoben. Warum ich das jetzt nicht genutzt habe... Keine Ahnung, in der Mine gibt es ja auch noch andere Sachen.
Aber vielleicht gibt es da vermehrt Silber. Ich weiß es gar nicht. Hm. Die kleinen Steine sind wieder da. Mich würde jetzt wundern, wenn die großen Steine auch wieder kommen, aber würde es mich wirklich wundern? Kichererbsensamen. So. Glas. Gold. Stein. Stein. So, was ich jetzt mittlerweile aus den Kommentaren gelesen habe, dass jemand schon es auf Stufe, ja, 60 geschafft hat, also beziehungsweise auf die 60. Etage im Keller oder 60. Kelleretage, wo ich mir denke, 60, ich schaffe in der Zeit nicht mal mehr 10. Ja, das muss man sich mal, ne. Das geht viel zu schnell. Die Zeit, die geht einfach rum und rum und rum und dann, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es hier auch wieder 100 Etagen gibt. Wo ich mir dann aber auch denke, irgendwie muss man das doch mit der Zeit handeln können, oder? Das kann doch sonst gar nicht sein. 60. Das wäre ja krank, wäre das ja. So, wir sind jetzt Stufe 2 und wenn ich jetzt runterfalle, möchte ich jetzt nicht Stufe 3, sondern Stufe 5 haben. Nee, Stufe 3. Nur eine Etage runter. Und das finde ich ja noch ärgerlicher. Achso. Ich brauche was zu essen. Na komm, es wird erstmal reichen. Ja, man bekommt aber schon teilweise oben alles an Ressourcen. Also viel fehlt mir ja nicht mehr, was mir insgesamt fehlt, ne? Aber trotzdem. Ich finde das schon ein bisschen schade. Ja, da hätten sie die Zeit vielleicht um die Hälfte reduzieren sollen. Vom Tempo her. Dann hätte es vielleicht noch gepasst. Ich meine, jetzt habe ich gerade einen guten Lauf und habe jetzt gleich beim dritten Schlag jeweils das Ding gefunden. Aber wir sind jetzt schon in der 5. Etage und es ist schon 3 Uhr nachmittags wieder. Und außer Steinen und so weiter finde ich nicht wirklich das, was ich brauche. Und das nur, um die Zeit zu überbrücken, bis wir endlich Wolle herstellen können. Kristall, Bronze. Gold. Wo ist denn jetzt die... Hä? Schon wieder die Treppe nach unten verpasst? Wann war die denn da? War ich jetzt echt wieder so blind? Meine Güte. Weil auch beim Runterklettern, klar, dass die Zeit weitergeht, ist ja irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Nee, da geht sie nicht runter. Beim Runterklettern geht sie nicht runter, aber beim Runterfallen ist klar. Also Leute, ihr verliert neben Herzen dann auch, wenn ihr runterfallt, Zeit. Und wenn ihr runterklettert, verliert ihr keine Herzen, also keine Ausdauer und ihr verliert auch keine Zeit. So. Bronze. Ach, ich gehe runter, komm. Einfach runter, einfach runter, einfach runter. Ich brauche doch nur Silber. Danke, da haben wir Silber gehabt. 6 habe ich schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich brauche. Ich will ja eh noch einen Sprengler bauen, von dem her passt das ja. Ob es auch noch bessere Sprengler gibt? Stein. Ganz spektakulär. Und Eisen.
Gut, aber ich sollte wieder zurück. Moment, aber Post. Schon wieder. Zwei Palmenholz. Ach, ich wollte noch die Bäume pflanzen, seht ihr. Das passiert, wenn man sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. Gut. Oh, ich kann wieder Erdbeermarmelade machen. Auch wunderbar. Auch wieder schöne Kartoffeln. Und Siglinden. Und Kürbislaternen. Ich frage mich immer noch, was ich für ein Rezept jetzt erlernt habe. Habe ich noch gar nicht geguckt. Weil mich das die ganze Zeit halt... Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Hallo Troplay, ich habe eine kleine Bitte an dich. Bring mir doch bei Gelegenheit zwei Doraden vorbei. Doraden? 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 Rezept für Fruchtpunsch. Okay. So, erstmal gleich wieder Essen bereitstellen. So. Haben wir denn jetzt hier sowas wie Tomatensaft oder sowas? Moment. Aus Hibiskus können wir Marmelade machen. Okay. Baguette mit Hibiskus-Marmelade. Okay, gut. Aber immer noch kein Tomatensaft. Wo kriege ich den Tomatensaft her? Hier sind wir jetzt jedenfalls schon bei 20%. Das ist ja schon mal etwas. Was mich sehr begeistert. Ist das Schaf jetzt groß? Halleluja! Immer noch nicht. Ich glaub's ja nicht. Also wenn das Huhn bald schneller wächst als das Schaf, dann zweifle ich an dem Spiel. Weil ich mir dann echt die Frage stelle, was haben die für einen Dreck gemacht? Habe ich mich jetzt um alle Hühner gekümmert? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich auch. Alter, jetzt vertauscht euch hier nicht. Scheinbar hatte ich mich um alle gekümmert, aber ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Okay, ich hatte alle. Zack. Eier sammeln. Lass mich durch, lass mich durch. So, einmal um Frieda kümmern. Sauber machen. Schauen. Frieda sauber machen. Melken. Und einmal zum Pferd und auch nochmal striegeln. Lassen wir mal die Tiere raus. Dann können sie sich draußen ein bisschen austoben. Dann gehe ich kurz hier die Bäumchen pflanzen. Für die Kokosnüsschen. Wo ist es? Da. Kokosbalmspross. So, Kakao. Ich kann zwar noch keinen Kakao machen, aber ich hab Kakao dann, ne? Ich hab's ja, ne? So. Und mir fehlen immer noch 3 Wolle. Und das nur, weil das Schaf nicht wachsen will. Schaf, das will mich echt ärgern. So, Tomate ist wieder da. Und nur
wir schnell mal die Tomate. Bis ich dann zu Malika gehe. Ihr dann noch was bringe. Oh. Haben wir sogar noch andere Sachen. Wunderbar. Rüben und... Rotrüben. Dann ist noch die Tomate. Okay, dann zu Malika. Und ihr die eine Kamille bringen. Die roten Rosen noch einsammeln. Falls demnächst auch nochmal ein Blütenfest stattfinden sollte, habe ich dann gleich die roten Rosen. Wo ist denn Malika? Die ist gar nicht da. Okay. Nö, dann mache ich es mir einfacher. Dann lege ich mich jetzt eher schlafen. Tiere ganz kurz wieder rein. Weil wenn die draußen bleiben, glaube ich, erkälten die sich. Keine Ahnung. Noch die Sachen in den Kühlschrank packen. Zack, zack. Wow, habe ich schon viel Kakao. Ja gut, das ist jetzt erstmal irrelevant. Dann noch die ganzen Samen. Ich würde gerne markieren und einfach verkaufen. Ey. Das wär auch ganz praktisch. Aber ich könnte noch zu Doc gehen und das da herstellen alles. Bis auf das, was ich alles lagern kann. So. So, das sind 20. Wir gucken mal was. Wir machen jetzt einfach mal ganz kurz einen Vergleich, ob sich das überhaupt lohnt. Wenn ich jetzt 20 Silber hier in diese Kiste packe, dann wären das 400 Gold. Ja, 400 Gold. Nicht gerade viel, wenn wir mal ehrlich sind. Das heißt, jetzt würde ich gerade für das bisschen, naja, Bomben muss man ganz schön lange sammeln. Jetzt gehen wir hier rein und sagen, wir wollen das aufwerten für 800 Gold. Das heißt, wir geben also 800 Gold aus und hätten bei dem anderen 400 reinbekommen. Das heißt, damit es jetzt keinen Unterschied macht, müssten wir jetzt für die 20 Silber, für die 20 Eisen erst, oder für die 20 Eisen, müssten wir 1200 mindestens bekommen. Und das finden wir jetzt heraus. Wir gehen jetzt wieder zurück, versuchen das zu verkaufen. Und wenn es nicht mindestens 1200 ist, dann lohnt sich das Umwandeln gar nicht. Nur 1000. Das heißt, wir machen nur 200 plus. Da würde ich das Erz so verkaufen. Und das nicht umwandeln an dieser Stelle. Das bringt euch nämlich dann gar nichts. Das heißt, ihr macht ein Minusgeschäft. Ich habe es bei den letzten Malen ja schon ausgetestet, aber nicht genau drauf geachtet, auf die Preise. Aber ihr gebt 800 aus, bekommt 1000 wieder und wenn ihr es so verkauft hättet, hättet ihr 400 für den Verkauf gehabt. Das heißt, also, ihr habt jetzt ein Minus dafür, dass ihr es aufbereitet habt. Ein Minus von 200 Gold gemacht. Nicht gerade wirklich rentabel für den Weg, den man da geht und die Zeit, die man da investiert. Nun gut, ja, dann hoffen wir einfach mal in der nächsten Folge, dass das Schaf dann entsprechend mal bereit ist. Ich sage, Klopfer nochmal streicheln, sonst fühlt er sich vernachlässigt. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tohaut rein. Tschö, tschö.